Mein Name ist Cornelia Schwarz, ich bin 50 Jahre alt und bin seit 1.4.2022 als Tierheimleitung im Tierheim Nordheim beschäftigt. Ich komme ursprünglich aus der Gegend von Hamburg, habe dort die letzten 25 Jahre als Führungskraft im Einzelhandel gearbeitet, bin dann hierher gezogen und habe angefangen, hier ehrenamtlich im Tierheim zu arbeiten. Und nach einem Jahr wurde ich gefragt, ob ich hier nicht die Leitung übernehmen möchte. Und das habe ich natürlich sehr gerne getan, weil ja, ich habe mein Leben lang Tiere gehabt, Katzen, habe mich viel um Hunde gekümmert und Tiere sind meine Leidenschaft. Ich habe selber welche, zwei Katzen, die mittlerweile 15 sind, mittlerweile auch einen Hund, der ein Jahr alt ist und ja, es bereitet einem sehr viel Freude oder mir jeden Tag hierher zu kommen und die Begrüßung morgens hier im Tierheim von den Tieren ist einfach sehr herzlich. Und ja, egal wie man morgens drauf ist, man kann dann nur gute Laune bekommen, wenn man zur Arbeit geht. Also Unterstützung braucht ein Tierheim generell in sämtlichen Bereichen. Also das fängt natürlich an über ehrenamtliche Helfer, gerade was das Gassigehen angeht. Da brauchen wir immer Leute, es kommen natürlich schon welche. Es ist natürlich dann hauptsächlich am Wochenende, unter der Woche ist es dann ein bisschen weniger, weil viele eben arbeiten. Da suchen wir also immer noch Leute, die Lust haben, mit unseren Hunden auszugehen oder die gerne sich um unsere Katzen mitkümmern, das heißt mit denen spielen und kuscheln, weil gerade in letzter Zeit ist das mit dem Katzenkuscheln durch die Seuche, die wir hier hatten, natürlich auch zu kurz gekommen. Die Katzen sind hier teilweise alle im Mai geboren, hatten kaum Kontakt zu Menschen. Da wir eben auch nicht mit ihnen kuscheln konnten durch die Krankheit und die uns auch ziemlich gruselig fanden, in der Schutzkleidung, Anzüge, die dann rascheln und gruselig aussehen. Ja, und da können wir natürlich immer Hilfe gebrauchen. Auch was das Reinigen angeht, ein Tierheim ist ja nun mal, sag ich mal, nicht überbesetzt. Das heißt, wir freuen uns auch immer für Leute, die uns vielleicht beim Reinigen helfen, gerade am Wochenende, wo wir sehr unterbesetzt sind. Und ja, vielleicht Lust haben, uns dabei zu helfen. Ja, dann ehrenamtliche Helfer sind auch gerne noch Handwerker und Leute, die ein bisschen geschickt sind, die uns vielleicht helfen können, wenn so bauliche Mängel sind, wenn Zäune repariert werden müssen, wenn etwas hier baulich verändert werden muss, wie Fliesen verlegen oder malen. Das sind so die Sachen, wo wir Unterstützung brauchen oder benötigen. Also die Tiere, die hier bei uns sind, haben natürlich zum größten Teil eine Vorgeschichte. Sie sind meistens keine Welpen mehr oder sind vielleicht auch schon älter als ein, zwei Jahre. Das kommt immer ganz drauf an. Und das heißt, diese Tiere haben eine Vorgeschichte. Diese Tiere haben vielleicht auch die eine oder andere Baustelle, wo man sich natürlich im Vorfeld drüber unterhalten muss. Wir haben sehr einfache Hunde und wir haben Hunde, wo man eben ein bisschen mitarbeiten muss, eventuell auch vielleicht einen Tiertrainer mit einbeziehen muss. So, aber die Tiere sind nicht schlechter als beim Züchter. Wenn man sich einen Welpen vom Züchter holt, kann sich auch die eine oder andere Baustelle herauskristallisieren, zum Beispiel in der Pubertät, wo man ja dann auch mit seinem Tier zum Tiertrainer geht und sich Hilfe holt. Also die Katzen sind natürlich etwas einfacher, als, sag ich mal, als die Hunde. Aber wir haben natürlich auch schon Katzen hier gehabt, die vielleicht durch die lange Zeit, die sie hier gesessen haben oder als sie schon hierher gekommen sind, dass sie öfter mal, sag ich mal, gehauen haben oder mal gekratzt haben. Aber da gibt es auch natürlich Gründe für. Und wie gesagt, auch da muss man mit den Tieren einfach arbeiten und sich gegebenenfalls Hilfe holen. Aber wenn man sich die Mühe macht, dann danken einem die Tiere das einfach vielfach.